In ihrem Schlafzimmer in Hainichen in Mittelsachsen fühlt sich Helga Flade nicht mehr wohl. Sie bekommt hier kaum noch Luft. Es riecht extrem modrig. Sie sehen ja hier die feuchte Schräge hier. Das kommt immer weiter hoch. Hier. Hinter dem Bett ist die Wand feucht und ständig rumpelt es auf der anderen Seite, sagt sie. Ich kann nicht mehr hier schlafen. Schon seit Mitte Dezember bin ich hier ausgezogen. Auf dem Sofa schlafe ich. Der Grund für den Ärger liegt gleich nebenan. Es ist ein sogenanntes Problemhaus. Seit Jahrzehnten steht es leer. Vor 5 Jahren war Helga Flade zum letzten Mal drin. Sie hat Fotos gemacht. Schon damals sah es hier übel aus. Inzwischen scheinen die Treppen und Zwischendecken einzustürzen. Es ist noch gar nicht lange her, da ist so eine Ladung gekommen, an der Wand runter. Ja, an der Wand runter kam das geflogen. Da habe ich gedacht, bei mir haut es die Wand durch. Bürgermeister Dieter Greisinger ist gekommen. Er kennt das Problem seit langem. Schön, dass wir uns sehen. Wieder mal. Aber am Problem ändert es nichts. Ich kann mich nur erinnern, mit dem alten Landrat, das ist bestimmt schon 4 oder 5 Jahre her, da waren wir da drüben gestanden. So, ich schaue es euch an. Ja. Das Landratsamt ist zuständig für die Sicherung solcher Gebäude. Helga Flade hat sich mehrfach beschwert. Ohne Erfolg. Mein Haus ist nicht nass, das säuft ab. Wer bezahlt denn mir den Schaden? Wer bezahlt denn das? Wir sind die Steuerzahler, wir bezahlen pünktlich und alles. Ja, und Sie haben ja recht. Da kommt nichts. Die Eigentümer selbst sind abgetaucht. Weder Helga Flade noch die Stadt haben Kontakt zu ihnen. Das gehört einem Eigentümer mit ausländischen Namen, ich vermute aus Albanien, an die man nicht rankommt. Denen haben wir schon viele Briefe geschrieben, aber die kümmern sich nicht drum. Etwa 20 Häuser rotten in Hainichen vor sich hin. Dieses ist akut einsturzgefährdet. Die Stadt hat die Straße davor gesperrt. Das hat vor ungefähr 5 Jahren jemand erworben, hat sich nicht drum gekümmert. Und jetzt ist das passiert, was passieren musste. Wie es mit dem Gebäude weitergeht, dazu gleich mehr. Das Problem der Problemimmobilien verschärft sich, vor allem im Osten. Vor 4 Jahren hat die Umschau über dieses Rittergut in Aulig bei Leipzig berichtet. Schon damals war der Verfall weit fortgeschritten. So sieht es heute hier aus. Noch immer hat sich kein neuer Eigentümer gefunden. Die Immobilie gammelt weiter vor sich hin. Auch in Schmiedefeld bei Suhl ist fast nichts passiert. Der ehemalige VEB-Glaswerk ist weiter gesichert auf Kosten der Stadt. Und auch beim alten Neustädter Rathaus in Eisleben hat sich nichts getan. Hoher Sanierungsaufwand schreckt Investoren ab, sagt Altbauexperte Gernot Lindemann. Das Problem besteht darin, dass die Gebäude, die jetzt noch leer stehen, in der Regel schon seit der Wende leer stehen. Und deshalb ist der Zustand oft ein sehr schlechter. Eine Statistik zur Zahl der Problemhäuser gibt es nicht. Die Umschau hat in den 10 größten Städten Mitteldeutschlands nachgefragt. Unsere Stichprobe zeigt, es sind Tausende. In Gera zum Beispiel sind es 170, in Dessau-Roßlau 35 und in Leipzig 300. Diese Gebäude stehen meistens in den Zentren der Klein- und Mittelstädte. Man kann aber nicht 12 Häuser am Marktplatz einer Mittelstadt einfach mal abreißen, weil die neu zu bauen bedarf eines Immobilienmarktes, den es in diesen Städten überhaupt nicht gibt. Vor 20 Jahren entsteht in Leipzig eine originelle Idee, Problemimmobilien zu retten. Der Leerstand in unsanierten Altbauten ist damals extrem hoch. In sogenannten Wächterhäusern renovieren die Bewohner selbst und zahlen dafür keine Miete. Alena Bleicher ist damals eine der Nutzerinnen. Und ich dachte, es kann nicht sein, dass die Häuser verfallen und also irgendwas muss man doch machen, ja. Seitdem ist es still geworden um die Wächterhäuser. Der Verein Haushalten e.V. als Träger hat sich aufgelöst. Dieses einstige Vorzeigewächterhaus wirkt leer und verlassen. An diesem Haus haben Investoren mit der Sanierung begonnen. Die Hauswächter waren nur Zwischennutzer. Sie hatten Verträge auf Zeit. Seit der Immobilienmarkt in Leipzig boomt, übernehmen wieder die Investoren, sagt Mieter Klaus Schotte. Die
Eigentümer von Häusern wissen inzwischen, wie sie ihre Immobilien vermarkten. Und da ist das Wächterhausmodell einfach sozusagen nicht mehr das, was jetzt gebraucht wird. Anders als in den Großstädten sind die Häuser in kleinen Städten oft zu baufällig, um sie als Wächterhäuser zu retten. Zurück in Hainichen. Oberbürgermeister Dieter Greisinger zeigt uns seine anderen Problemimmobilien. Dieses Gebäude droht einzustürzen. Auch hier sind vor allem die Nachbarn betroffen. Haben Sie es hinten mal angeguckt? Das ist durchgebrochen. Wenn die hinten in die Garage reingehen, ist jetzt ein Riesenloch drin. Der Eigentümer sitzt in München. Petra Hertel hat ihn gebeten, das Haus zu sichern. Doch bisher ist nichts passiert. Jetzt ist halt Frost. Wenn Frost ist, ist Ruhe. Aber wenn es die Temperaturen wieder hochsteigen, dann haben wir das Problem, dass das dann alles auseinanderfällt. Die Stadt hat den Eigentümer aufgefordert, das Haus abzureißen. Großes Interesse an seiner Immobilie scheint der Mann nicht zu haben. Und ich gehe mal davon aus, der hat es eigentlich nur aus reinen Spekulationsgründen gekauft. Der hat gesehen, Hainichen ist eine attraktive Stadt, liegt an der A4. Vielleicht erhöht sich der Wert. Das ist nicht passiert. Laut Stadt will der Eigentümer das Haus im März endlich abreißen. Wenn die Eigentümer auffindbar sind, kann die Stadt die Problemhäuser auf eigene Initiative loswerden. Durch Kauf und Abriss. Dieter Greisinger zeigt uns Beispiele. Das ehemalige Kino, Abrisskosten 100.000 Euro. Die einstige SED-Kreisleitung zu beseitigen hat 200.000 Euro gekostet. Und beim früheren VEB-Saatgut lagen die Kosten bei 700.000 Euro. Die einstigen Eigentümer sind fein raus. Sie müssen sich an den Kosten nicht beteiligen. Null. An die Leute kommst du nicht ran. Das sind in der Regel Leute, die haben hier irgendwelche Briefkastenfirmen. Also da sind ja die wenigsten davon Deutsche. Dieses Problemhaus hat geschätzt 100 Eigentümer. Wie die Stadt damit umgeht, dazu gleich mehr. Auch diese alte Mühle in Hartha, ebenfalls in Mittelsachsen, war bis vor kurzem eine Problemimmobilie. Jetzt naht Hilfe, in Gestalt von Bettina Böhme. Sie ist Vorsitzende eines Vereins, der die Mühle retten will. Alles zugewachsen. Hier im Hof waren alles Bäume, waren Wald. Man musste gucken, wo man hinläuft. Dann haben wir erstmal die ganze Geschichte, dass das Haus wieder atmen konnte, befreit von diesem Bewuchs. Die Mühle stammt aus dem Mittelalter. Bis in die 70er Jahre war sie in Betrieb. Das alte Mühlwerk ist noch vorhanden. Doch seit der Wende wird das Haus nicht mehr genutzt. Einbrecher haben Strom- und Wasserleitungen gestohlen. Jetzt will der Mühlenverein einen Neuanfang versuchen. Das ist eine große Aufgabe. Das ist eine sehr große Aufgabe. Aber wir haben ja gemerkt, dass das Interesse sehr, sehr groß ist. Die Leute kennen die Mühle von früher. Manch einer hat hier gewohnt, manch einer ist hier ein- und ausgegangen. Die wollen schon wissen, wie sieht's hier aus, was habt ihr vor? Und sie unterstützen uns auch. Mit Spenden, Fördermitteln und durch eigene Arbeit wollen die Vereinsmitglieder die Mühle wieder zu neuem Leben erwecken. Sie könnte ein Museum werden oder eine Ausflugsgaststätte. Noch ist das nicht entschieden. Sicher ist nur, die Rettung des Hauses wird nicht leicht. Zurück in Hainichen, letzte Station unseres Stadtrundgangs mit Oberbürgermeister Dieter Greisinger. Auch dieses Haus würde er gerne abreißen. Doch es gelingt nicht einmal, die Eigentümer zu kontaktieren. Wir sind verteilt auf geschätzt 100 verschiedene Personen in 25 Ländern. Und das Problem ist, wir werden hier nicht in den kompletten Grundbesitz kommen, weil eben das sehr, sehr kompliziert wäre. Und so wird wohl auch dieses Gemäuer irgendwann in sich zusammenfallen und mit Steuergeldern gesichert werden. Zu allen gezeigten Immobilien hätte die Umschau gerne die Eigentümer befragt. Doch das zuständige Amtsgericht Döbeln hat uns die Einsicht ins Grundbuch verweigert. Investoren, die ihre Bruchbuden der Allgemeinheit überlassen, auch für den Oberbürgermeister eine Gesetzeslücke. Man müsste den Leuten einfach besser am Kamm fahren können. Und es kann nicht sein, dass die Leute Häuser kaufen in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann einmal Wert steigert. Und in dem Moment, wenn es dann doch nicht so weit ist, dann muss der Staat dafür aufkommen. Also das geht einfach nicht. Das ist eine Schweinerei. Helga Flade jedenfalls fühlt sich im Stich gelassen.
Sie muss hilflos zusehen, wie das Nachbarhaus weiter verfällt und ihr Haus unweigerlich in Mitleidenschaft zieht.